Das ist ein sogenannter Sturm im Wasserglas, den ich schon immer einmal entfachen wollte. Und das wäre unser heutiger Film. Eigentlich hätte ja die Fortsetzung von 300, 302 heißen müssen, aber das wäre vielleicht etwas zu verwirrend gewesen und hätte als mathematische Aufgabe missverstanden werden können. Deshalb hat man sich mit dem Untertitel Rise of an Empire begnügt, aber das reicht ja völlig, es bleibt eh alles beim Alten. Xerxes greift nach wie vor mit seinem Perserheer Griechen an und nachdem die 300 Spartaner bei den Thermopylen niedergemetzelt wurden, verlagert sich nun das Kampfgeschehen unter Themistokles Führung aufs offene Meer. Sparta wird fallen. Ganz Griechenland wird fallen. Und nur Kriegsschiffe können es noch retten. Kriegsschiffe. Und eine Flutwelle aus Heldenblut. Das ist eben das Problem mit dieser 3D-Technik. Obwohl das Blut ja nur in Slow-Motion aufspritzt, war ich trotzdem nicht schnell genug, um auszuweichen. Könntet ihr bitte mal die Szene mit dem stürmischen Meer für mich einspielen? Ah, danke, danke, es reicht, danke. Ja, Regisseur Zack Snyder hat diesmal nicht am Regiestuhl Platz genommen, sondern nur im Drehbuch mitgearbeitet und die andere Arbeit einem preisgekrönten Werbefilmer überlassen. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, denn der Film wirkt ja ohnehin wie ein Werbespot für ästhetisierte Gewalt mit dem Charme eines Computerspiels. Für den Ruhm. Griechen tanzen. Sie hat ihre Seele dem Tod selbst verkauft. Das eigentlich Sensationelle an diesem Teil ist aber Eva Green als amazonenhafte Schwertkämpferin, die sich als eigentliche Drahtzieherin am Königshof der Perser entpuppt und den Xerxes überhaupt auf die Idee gebracht hat, sich für einen Gott zu erklären. Das Erste und Wichtigste an der Selbstvergottung ist der vollständige Verlust der Kopfhaare. Der zweite Schritt würde dann darin bestehen, den eigenen Körper mit lächerlichen Goldketten zu umwickeln, aber das würde mir jetzt zu teuer kommen, also begnüge ich mich damit, als Halbgott weiter zu existieren. Kämpft für euren Ruhm! Ein Sturm zieht über Griechenland. Ein Sturm der Vergeltung. Die Selbstvergottung hat leider nicht allzu lange gedauert, mein Haarwuchs ist einfach zu stark. Wer sich den heutigen Film jedenfalls in 3D anschaut, sollte nicht blutscheu sein und auch sonst ein paar Vorkehrungsmaßnahmen treffen.